Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 1Live 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, da sind wir. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind eine Weile unter uns hier auf 1Live im WDR, und das WDR Fernsehen kommt ein bisschen später dazu, ungefähr 20 nach 1. Wir haben eine freie Themennacht, also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder meldet unter domian@wdr.de. Erste Anruferin, Sabrina, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Bitte? Weswegen hast du angerufen? Achso, ja, weil ich von Samstag auf Sonntag vorgepeitscht wurde, also letztes Wochenende. Mhm. Wo ist das passiert? Und bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause? Ja. War das jemand, den du kennst? Ja. Und wie ist das passiert? Also ich war mit meiner besten Freundin in der Altstadt. Ja. Und auf dem Nachhauseweg, als wir ausgestiegen sind, war hinter uns noch ein Nachtexpress, in dem dann mein Ex-Freund drin saß. Ja. Also eigentlich kann man es nicht richtig Ex-Freund nennen, aber ich war 3 Wochen mit dem zusammen ungefähr. Ja. Und ja, danach waren wir eigentlich auch, kann man sagen, befreundet. Also wir waren also nicht auf Kriegsfuß oder so. Mhm. Dann haben wir uns noch zugewunken und dann ist der Bus auch von ihm schon weitergefahren und wir haben gar nicht mehr dran gedacht. Und als wir dann zu Hause waren bei uns, ist mein Handy dann immer gegangen. Dann war der das. Mhm. Und hatte mich dann gefragt, ob ich zu Hause bin oder wir zu Hause sind. Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Und dann hat er mich gefragt, ob er vorbeikommen kann. Und da habe ich mir nicht zwei gedacht, weil er das schon mal gemacht hat. Und haben wir abends einfach noch ein bisschen zu dritt gequatscht oder so. Warst du da alleine mit deiner Freundin? Nee, meine Freundin war auch da. Die war auch da. Mhm. Genau, deswegen. Sonst hätte ich da vielleicht auch schon so gedacht, nee, weil das ja nachts war, ne? Mhm. Und du wohnst, du hast eine eigene Wohnung? Ja, aber erst seit dem 1.6. Ich habe vorher in der Jugendwohngemeinschaft gewohnt. Ja, ja. Und ich werde jetzt auch noch betreut, aber mein Betreuer ist dann auch nur tagsüber manchmal da. Mhm. Ein, zweimal die Woche. Mhm. Und naja, auf jeden Fall ist er danach auch gekommen am Fahrrad. Ja. Und dann saßen wir erst zu dritt noch im Wohnzimmer und haben uns ein bisschen unterhalten, so wie sonst auch. Mhm. Meine Freundin ist später ins Bett gegangen. Mhm. Ja, und dann, also wir saßen vorher auch schon nebeneinander, also der und ich. Ja. Und auf einmal hat er dann probiert, mir mein Oberteil aufzumachen. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht möchte. Weil er ganz genau weiß, dass ich in ihm, also in anderen verliebt bin. Ja. Und dann hat er aber nicht aufgehört. Und ja, dann ist das halt passiert. Und danach habe ich auch schon einen Schock eigentlich gehabt, weil ich das von dem niemals gedacht hätte. Ne? Das heißt, er hat sich dann wirklich zum Sex gezwungen? Ja. Obwohl du es gar nicht wolltest? Genau. Mhm. Mhm. Hast du dich sehr zur Wehr gesetzt? Ja, man sagt ja immer, wenn man gefragt wird, was willst du machen, wenn das so passiert, dann sagt man ja, dann hätte ich geschrien oder ich hätte ihn getreten oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich stand in dem Moment echt nur unter Schock. Mhm. Das Einzige, was ich echt gemacht habe, war, ich habe probiert, ihn von mir runterzudrücken oder an der Seite irgendwie auszuweichen, aber... Also du hast ihm immer wieder klar zu verstehen gegeben, dass du keinen Bock drauf hast, dass du es nicht möchtest. Genau, das war ja vorher, als wir noch im Wohnzimmer saßen. Mhm. Hab ich da überall rumgezogen. Und aber er hat immer weitergemacht? Ja, genau. War er dann sehr gewalttätig? Hat er, war er? Ja, doch, kann man schon sagen. Ja, der hat auch die ganze Zeit mich gefragt, ob ich dir nicht vertraue und so. Und dann war ich ja so unter Schock stand. Ich habe gar nichts mehr dazu gesagt. Ich konnte gar nichts mehr sagen. Mhm. Und naja, also meine Betreuer haben im Nachhinein auch gesagt, dass ich eigentlich froh sein kann, dass ich mich jetzt nicht zu krass gewehrt habe, weil sonst hätte der mich wahrscheinlich noch richtig verletzt, ne? Ja, ja, ja. Innerlich. Und ich habe ihm schon klar gemacht, dass ich das nicht möchte. Mhm. Und ja, danach, also am nächsten Morgen, als meine Freundin dann auch irgendwann wach wurde, weil die schläft echt wie ein Stein, also die ist davon auch gar nicht wach geworden, weil das auch eigentlich nicht besonders großer Krach war, sag ich mal, ne? Mhm. Ja, dann bin ich dummerweise erstmal duschen gegangen, aber ich denke mal, das würde jeder in so einer Situation machen. Ich lass mich mal fragen, in der Nacht, als es dann vorbei war, ist der Typ abgehauen? Nee, der war erst noch hier in einem Zimmer und dann habe ich aber erstmal alle Türen zugemacht, der ist ja eingeschlafen nachher. Ach so. Und normalerweise, klar, ich hätte vielleicht Polizei rufen sollen, aber ich wusste in dem Moment echt gar nicht, was ich machen soll. Also der hat dann auch noch in deiner Wohnung übernachtet? Ja. Das war ja noch das Krasse daran. Also und morgens, als du dann aufgewacht bist, war er dann weg?
Nee, der war dann noch da. Der war noch da. Und dann bin ich schnell ins Badezimmer gelaufen und so, eingeschlossen. Mhm. Ich erstmal Panik hatte, ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll. Ja. Dann bin ich erstmal duschen gegangen und dann habe ich gehofft, dass er danach weg ist. Und als ich dann aus der Dusche kam, saß er bei mir im Wohnzimmer auch noch. Warum hast du dich nicht in der Nacht direkt geduscht? Ich bin ja danach direkt ins Badezimmer gegangen. Bis da eingeschlafen ist, habe ich geguckt, ob der schläft. Mhm. Und dann bin ich schnell dann bei mir ins Badezimmer gegangen. In der Nacht noch, nachdem ja, das passiert war. Mhm. Genau. Verstehe. Und dann morgens natürlich wolltest du nochmal duschen. Ja, genau. Dann. So, und jetzt saß der da im Wohnzimmer und dann? Dann hat er mich angeguckt und dann hatte ich erstmal so, ich mich richtig erschreckt, weil ich war jetzt gar nicht damit gerechnet, dass er da noch sitzt. Ja. Und dann hat er mich angeguckt und meinte nur, ich fahr jetzt nach Hause. Dann ist er gegangen. Das war's dann. Mhm. Ja. Und war deine Freundin da auch schon wach? Nee. Da noch nicht. Als er gerade die Tür auf war, 5 Minuten später ist sie wach geworden. Mhm. Hast du ihr das denn gleich erzählt? Ja, genau. Dann habe ich ihr das erstmal direkt erzählt. Mhm. Das kam fast wie aus der Pistole geschossen. Keine Ahnung. Ich war aber noch geistig gar nicht anwesend, weil das hat sie mir auch direkt angesehen. Ja, dann haben wir einen Search gemacht. Dann sind wir erstmal zu meiner Mama gefahren. Ja. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, dass ich zur Polizei gehen muss. Ah ja. Unbedingt. Also. Sehr gut. Hast du es gemacht? Ja. Du hast es gemacht. Du hast ihr noch angezeigt. Ja. Mhm. Das war eigentlich kein leichter Schritt, weil ich mir gedacht habe, übrigens, die werden das vielleicht so legen, selber schuld, du hast ihn reingelassen. Ja. Und du hättest vielleicht das machen sollen, ich hätte das und das und das. Mhm. Und deswegen wird das wahrscheinlich so gelegt, aber Ich habe mir gedacht. Ich unterbreche mir ganz kurz, gib mal einen Hinweis an meine Regie, dass es ab und zu ganz heftig zischt hier in meinem Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob das über den Sender geht oder ob das nur hier in meinem Kopfhörer ist. Ich sag's euch mal draußen. Er ist angezeigt worden. Hast du schon irgendeine Reaktion? Weißt du schon irgendwas? Nee, ne? Das ist noch ich zu kurz. Ich weiß nur, dass wir den jetzt haben. Mhm. Mhm. Dass es wahrscheinlich zur Verhandlung kommen wird. Mhm. Wie fühlst du dich heute, jetzt nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist? Naja, es geht also, der Junge, mit dem ich danach zusammen war. Jetzt war das übrigens wieder, Hinweis in meiner Regie. Es ist so, ihr hört das auch. Ja. Mhm. Der Junge, mit dem, entschuldige Sabrina, wir haben kein technisches Problem hier. Du wolltest gerade sagen, der Junge, mit dem du zusammen bist? Danach war ich mit dem zusammen, ja. Nachdem ich mit dem nicht mehr zusammen war, ja. Der das bei mir gemacht hat. Und der war eigentlich heute auch den ganzen Tag bei mir. Mhm. Also ich gucke immer, dass ich im Moment nicht alleine zu Hause bin, weil ich denke mal, wenn der hört, dass ich ihn angezeigt habe, dann habe ich den bestimmt erstmal vor meiner Tür stehen. Hast du Angst? Mhm. Wie ist der? Ich meine, du warst nur drei Wochen mit dem zusammen, ne? Sagst du. Mhm. Da lernt man niemanden so richtig kennen. Übrigens, wie alt ist der? Der ist ebenfalls 18. 18 Jahre. Da lernt man jemanden noch nicht so richtig kennen, aber so ein bisschen einschätzen kannst du es ja. Neigt der zu Gewalttätigkeiten? Mhm. Nicht. Absolut überhaupt nicht. Gar nicht. Das heißt also, so direkte Angst um dein Leib und Leben musst du hoffentlich dann jetzt nicht haben, nachdem du ihn angezeigt hast. Nee, das denke ich mal nicht, aber ich denke einfach mal, wenn er mich jetzt auf der Straße sehen würde, ist klar. Mhm. Dann wird er auf jeden Fall zu mir rüberkommen und mal fragen, hey Mädchen, warum hast du was gemacht? Ne? Mhm. Wenn der überhaupt sonst nicht so drauf ist, umso merkwürdiger, dass er das gemacht hat. Ne? Ja, ich habe da ja gerade eben mit meinem Freund gesprochen, ja. Der hier war. Und der hat auch zu mir gesagt, dass es ja vielleicht sein könnte, weil ich ja wegen ihm mit dem Schluss gemacht habe, dass er vielleicht darauf nicht ganz klar kann. Ja, und ich habe ja auch nicht mit ihm geschlafen, als wir zusammen waren. Also hat er praktisch nicht das bekommen, was er wollte. Ja, 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 ja. Und dass er sich das dann einfach geholt hat und dass ihm das erst im Nachhinein klar geworden ist, so, oh. Also Sabrina, ich finde gut, dass du schnell gehandelt hast danach, dass es deiner Freundin erzählt hast, dass es deiner Mutter erzählt hast, deinem Betreuer erzählt hast. Und ich finde es auch gut, dass du jetzt die Anzeige erstattet hast. Man muss die ganze Sache ihren Lauf nehmen. Mhm. Dennoch hast du natürlich jetzt Angst und irgendwie stehst du da auch noch unter Schock. Finde ich völlig nachvollziehbar, wenn sowas passiert ist. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt weitersprichst. Mhm. Ist das okay? Ja. Ja, dann kann die dir noch ein paar Sachen sagen, ein paar Tipps, wie du dich jetzt verhalten solltest, wo du dir auch vielleicht eine professionelle Hilfe suchen kannst, gerade für diese akute Situation. Ja. Okay, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich zurück und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Ja, okay, danke schön. Tschüss, Sabrina. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann bitte jetzt anrufen. Hier ist Sven. Sven ist 21 Jahre alt. Hallo Sven. Schönen guten Tag. Ja, hallo Sven. Deswegen rufst du an, Sven? Ja, ich wurde damals als Kind, kann man noch sagen, ziemlich krass misshandelt sozusagen, kann man dazu sagen, geschlagen und so, gedemütigt.
natürlich klar, dass das natürlich jetzt seine Konsequenzen hinterher zieht, ne? Dass ich das natürlich nicht verarbeiten kann. Wie alt warst du da? Also in welcher Zeit, von welcher Zeit reden wir, Kind? Ja, von 7 an, von 7 bis 16, ja. Bis 16. Dann ausgezogen bin. Und von wem wurdest du gedemütigt, geschlagen? Von meinem Stiefvater. Ja. Was heißt genau gedemütigt und geschlagen? Naja, gedemütigt in dem Sinne, ich war damals Bettnässer. Ja. Und naja, weil er das meinte, dass es nicht normal ist, dass man ja mit 7 ja, noch einpullert, das kann ja mal kommen, das ist nun mal nicht anders, meinte er, naja, dann stellen wir ihn draußen, eben in eine Gummihose draußen vor dem Garten hin, ja, und dann kann er da mal rumstehen. Und ja, wenn er dann auf Toilette muss, dann kann er ja auch in die Windeln machen, weil dafür ist die ja da. Ja. Und das ist nicht nett. Also es gab noch schlimmere Sachen. Also sag mal ein Beispiel noch für schlimmere Sachen. Ja, es fällt mir, wie gesagt, sehr schwer, weil das sind die Sachen, die dann wieder hochkommen. Ja. Zum Beispiel, dass er sich dann nachts einfach vor mein Bett stellt und meint, er müsste dann ins Bett machen. Bei mir ins Bett. Eher bei dir? Ja. Warum? Ja, na, weil wenn ich ja mein Bett machen kann, dann kann er das ja. Ach so, um dich zu demütigen. Ja. Mhm. Ja, also, wie gesagt, also, das sind so Sachen, die mir dann irgendwie momentan. Und das hat er denn auch gemacht? Ja, sicher. Mhm. Ja. Also, da, das heißt, der Typ hat wirklich in dein Bett gepinkelt. Ja. Mhm. Und dann verlangt, dass ich mich eben hinlege, dass ich dann schlafen hier. In diese Suppe? Ja, ja. Mhm. Mhm. Er war auch gewalttätig. Ja. Das heißt, er hat dich geschlagen. Ja. Wie sehr hat er dich geschlagen? Ja, wie soll ich das? Ins Gesicht, auf hat er dich mit. Das ist unterschiedlich gewesen, je nachdem, ob ich mich gewehrt habe oder nicht. Ja. Wenn ich mich dann versucht habe zu wehren, dann habe ich auch mal ein, zwei ins Gesicht gekriegt, sodass eben dann Nasenbluten und blaue Flecke. Mhm. Sport konnte ich gar nicht machen, weil ja blaue Flecke überall. Ja. Fragen und so. Ich habe das auch versucht über die Schule dann irgendwie, dass ich dann da rauskomme, aber die haben den größten Fehler gemacht, den sie hätten machen können. Die haben meine Eltern eingeladen und drüber gesprochen. Mhm. Das Versprechen hilft nicht viel. Mhm. Wie war denn überhaupt die Position von deiner Mutter? Ja, die Position von meiner Mutter. Ja, zugucken, sagen, ja, der hat recht. Siehst du, hätte es nicht gemacht, würde nicht passieren. Also der hat recht, das heißt der Mann hat recht. Ja. Mhm. Das, also da fühle ich mich dann, wenn ich dann drüber heute nachdenke, irgendwo denke ich mir, hat da echt was gefehlt. Mhm. Mit 16 hat es dann aufgehört? Weil ich ausgezogen bin, ja. Mhm. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ja, einerseits noch diese Vorwürfe, warum bist du eingestritten? Ja, zu Recht. Aber andererseits, es ist meine Mutter. Also, ja. Bist du das einzige Kind? Nein. Wie viele Kinder gibt es da noch? Na, eigentlich sind wir insgesamt mit mir gerechnet 5, aber 2 lebten damals nicht bei uns. Ich hatte noch 2 große Geschwister, also Schwestern, ja, die da waren. Also die waren alle, ich bin sozusagen der Jüngste. Mhm. Und die 2 Schwestern waren bei uns damals. Und deine Mutter ist mit dem Mann noch zusammen? Ja. Das heißt, fährst du da schon mal hin, die besuchen? Komme ich ja nicht hin, komme ich nicht rein. Warum nicht? Weil er das nicht möchte. Ja. Besucht deine Mutter dich denn dann bei dir zu Hause? Nein. Warum nicht? Weil sie nicht darf. Also war, finde ich, ein weiteres schlimmes Verhalten deiner Mutter, dass sie sich dem unterwirft. Das haben wir eher damals gesagt, dass sie ihn doch verlassen soll und dass das ja im Grunde genommen, dass sie mal nachdenken soll, dass die Kinder ja irgendwo wichtiger sind als der Mann. Ja. Aber das hat sie nicht verstanden. Sie meinte dann so, wenn ihr mir die Ehe mit ihm kaputt macht, dann springe ich aus dem Fenster. Hat er die anderen Kinder auch so behandelt wie dich? Ja, erst später, weil meine Schwestern sind dann irgendwie immer eingeschritten. Also vor allen Dingen meine große Schwester, weil ich war, muss ich so sagen, wie es ist, ich war der Liebling von meiner großen Schwester, immer zu vorzeigen und A und O. Und da hat sie auch mal eingefangen, weil sie ja immer versucht hat, dann irgendwo mal versuchen, ihn wieder runterzukriegen von seiner Wut. Mhm. Und
sie ist dann auch ausgezogen mit, wie alt war sie da? 17 oder 18. Mhm. Wenn man so viele Jahre, vom 7. bis zum 16. Lebensjahr, das ist ja sehr lang, in Angst und Schrecken lebt, so kann man es ja sagen, ja. Und in Demütigung lebt, ist man ja seelisch sehr verletzt und seelisch sehr belastet. Du bist jetzt 21, das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Ja. Warst du in einer Therapie? Hast du eine Therapie gemacht? Ich trau mich nicht. Ich trau den Leuten nicht. Ich habe so viel von Leuten gehört, die dann, wenn man das versucht zu erzählen, wie gesagt, nur mal, ich schaue die Sendung, seitdem sie diesen Jahres angefangen hat. Ja. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt erst durchgerungen, wie gesagt, das versucht. Aber immerhin. Ja, aber ich habe Angst, dass mich irgend so ein Psychologe für verrückt erklärt. Quatsch. Ich erkläre dich auch nicht für verrückt. Das, was du da mitgemacht hast, haben leider Gottes sehr viele Menschen in ganz anderen Facetten auch mitgemacht. Es gibt so viele Opfer, so viel Gewalt, Opfer an Kindern. Das ist ein Job, das ist ein Job eines Psychologen, sich damit zu beschäftigen. Ich habe versucht, wie gesagt, das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Ich habe das aufgeschrieben. Unterdessen sind es jetzt schon fast 400 Seiten. Mhm. Ich habe versucht, das in so ein Hilfsforum. Mhm. Mir wollten da viele Leute helfen, die selber Probleme hatten. Und ich sagte denen, wenn ich euch das erzähle, sage ich, dann habt ihr mehr Probleme als ich. Ich finde das alles eine ganz gute Sache, auch mit dem Aufschreiben. Das kann schon viel von der Seele weggeladen. Ja, aber das Problem ist, man wühlt es dadurch wieder. Ja, deswegen braucht man da wirklich eine professionelle Hand, die einem dabei hilft. Und du wirkst so etwas von klar und auch sympathisch, finde ich, dass kein Psychologe der Welt dich für verrückt erklärt. Ich meine, du hast den Schritt jetzt schon gemacht und hast hier angerufen, was ja schon ein großer Schritt ist, wenn man Sorge hat. Dann wäre der nächste Schritt, sich wirklich zu jemandem zu begeben, wäre jetzt eigentlich sehr naheliegend, Sven. Ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe hier heute Nacht eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle Psychologin. Ich möchte gerne, weil die das viel besser kann und viel besser weiß auch als ich, dass sie dir das jetzt mal erklärt, wie das so funktioniert in so einer Therapie, wie du das anstellen kannst und auch vor allen Dingen, wie du vorgehen sollst. Mhm. Ich würde gerne, dass du mit ihr sprichst jetzt. Und dann kannst du alles frei noch entscheiden, ob du es machst oder nicht. Das liegt alles in deiner Hand. Wie ist das? Ist das unter Zwang? Nein, gar nichts, nichts. Also dieses Gespräch sowieso jetzt nicht hier. Das ist so locker wie mit mir jetzt. Und da kannst du danach immer noch entscheiden, was du machst. Aber ich fände es richtig klasse, wenn du dich darauf einlassen würdest jetzt, wenn du es machen würdest. Ja, ne, warum nicht? Also sprechen ist ja kein Problem. Ist auch kein Problem, kann nie schaden. Da würden wir es nämlich so machen, dass du jetzt auflegst und die Elke, meine Psychologin, ruft dich zurück und dann könnt ihr in Ruhe weiterquasseln. Ja. Ja? Lieber Sven, alles Gute von Herzen. Ich bedanke mich, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit und bis das Fernsehen sich zuschaltet, machen wir ein bisschen Musik. Ihr Lieben, jetzt ist das Fernsehen auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Mit einer kleinen Bildstörung sehe ich, wir haben heute Probleme. Wir haben Tonstörungen, wir haben eine Bildstörung, aber egal. Wir sind da, ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, wir haben eine freie Themennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de.
E. Angela ist hier und Angela ist 21 Jahre alt. Hallo Angela. Hallo Angela. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Siehst du mich auch gerade im Fernsehen? Nee, den Fernseher habe ich nicht an. Ich hatte gerade noch... Achso, ich wollte nur mal wissen, ob die Bildstörung überall ist. Auf meinem Kontrollmonitor leuchtet das hier so extrem und naja, egal. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht's darum, dass ich ein Problem, also was heißt Problem, mehr oder weniger ein Problem, also ich habe kein Problem, Männer anzusprechen, aber ich habe, sobald es irgendwie auf eine Beziehung hinausläuft oder sowas, habe ich halt ein Problem, mit denen intim zu werden und deswegen blocke ich eigentlich jeden Mann ab, bevor es zu einer Beziehung kommt. Und das heißt, du hattest noch überhaupt gar keine Beziehung? Doch, hatte ich und da ist auch, also ich meine, den Grund gefunden zu haben, ich wurde von meinem ersten Freund vergewaltigt. Ja. Wann hattest du den ersten Freund? Wie alt warst du? Mit 15,5 oder so. Und dann, als ich 16 war, ist es dann halt passiert. Ja, war er viel älter als du? 2 Jahre. Wie und wo ist das genau passiert? Puh, das ist damals, also wir waren da zelten mit einer Jugendgruppe und wir waren die Betreuer. Und ja, im Zelt ist das passiert. Das heißt, da hat er dich wieder, also gegen deinen Willen zum Sex gezwungen. Ja, genau. Ja, und seitdem ist quasi, merkst du das, dass da irgendwas mit dir nicht stimmt und dass du blockiert bist und dass du dich nicht einlassen kannst. Genau. Da ist ja die Erklärung recht leicht gefunden, ne? Ja, also ich hatte zwar danach einen Freund und das war auch alles ganz okay, aber ich merke halt trotzdem, dass in mir irgendwie noch was gegen alles spricht und dass ich davon nicht wegkomme. Also ab und zu klappt es dann mit den Gedanken und dann fällt man wieder in ein total leeres Loch. Und Du sagst, du hattest danach nochmal einen Freund. Wie lange hat das angedauert? Den hatte ich über 3 Jahre. Ach, so lange? Ja, aber da war auch einfach das, weil ich mich da eigentlich recht sicher gefühlt habe bei ihm und mich auf niemand Neues einlassen musste. Und Hast du denn mit diesem Freund, mit dem du 3 Jahre zusammen warst, auch geschlafen? Ja, nach langer Zeit und also am Anfang war es auch gar nicht wirklich schön und irgendwann war es dann ganz okay, aber gewöhnungsbedürftig war es trotzdem. Also kann man wirklich sagen, dass nach dieser Vergewaltigung, nach dem Übergriff damals, als du 15,5 warst, dass da alles durcheinander ist und dass du seitdem blockiert bist? Ja. Und seitdem du auf eine Distanz hast zu Männern, eine Angst, eine Vorsicht. Ich habe auch einen Hass. Also einen Hass sogar. Das ist bei mir ganz schlimm. Also wenn ich irgendwie mit Freunden oder so spreche oder Leuten, die mich kennen und es geht um Männer oder sowas, dann fragen die ab und zu, also da kommt schon mal die Frage, boah, was ist denn mit dir los und so. Also da fragt man auch schon nach, aber also wissen tut das nicht wirklich jemand. Ja. Nicht wirklich jemand, das heißt, irgendjemand weiß es schon oder weiß es sonst überhaupt niemand? Es wissen 2 Leute. 2 Leute. Die beide von selber mehr oder weniger drauf gekommen sind durch halt den Männerhass oder ich habe es irgendwann mal, also die haben mich gefragt, richtig, dann war da mal was. Und Hast du denn überlegt, wenn dir das schon so klar ist und du das selbst auch so rekonstruieren kannst, dir Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe? Ja, ich habe schon drüber nachgedacht, aber eigentlich denke ich immer, vielleicht komme ich ja irgendwann selber drüber hinweg. Ja, das denkt man immer so. Ich glaube, dass viele Leute das zu lange denken und das zu lange hinausschieben, vielleicht auch vor einer Angst, das wieder alles aufzurollen, nochmal darüber zu sprechen, vielleicht auch aus Scham. Ich meine, jetzt sind hier wir beide nur per Telefon verbunden, aber dann sitzt man jemandem gegenüber, dann hat man vielleicht auch Sorge, dass man sich schämt und so weiter. Ich glaube, das alles sind Gedanken, die nicht so in die richtige Richtung führen. Ich glaube, dass man also in der Regel das nicht alleine schafft, sondern dass es gut ist, wenn man sowas Schwieriges erlebt hat, sich jemandem anzuvertrauen, einem Arzt, einem Psychiater, einem Psychologen. Das sind Leute, die machen, das ist deren Job, sich damit zu beschäftigen und da muss man sich auch nicht schämen. Und ich glaube, das ist einfach auch der Weg, dass man das nochmal alles aufrollt, um es dann wirklich irgendwann wirklich zur Vergangenheit legen zu können. Ja, nur ich frage mich immer, ob das wirklich geht, selbst wenn man dann nochmal drüber spricht, weil es mir eigentlich, also
Ich weiß nicht mehr, ich kann da nicht mehr drüber weinen oder sowas. Also ich hatte mal eine Zeit, da habe ich wirklich wegen allem losgeheult. Mhm. Und weil irgendjemand anders traurig war, habe ich einfach mitgeweint. Ja. Und aber das siehst du ja, wie angespannt du bist, ne? Und wie angeschlagen du letztendlich bist oder wie blank die Nerven auch liegen. Ja. Also man kann ja ganz, ganz klar sagen, dass dass du damit ein Problem hast und dass es dir nicht besser geht seitdem. Seitdem du anfängst. Nur zeitweise. Mhm. Ja. Und das wäre für mich schon ein Argument genug zu sagen, okay, dann versuche ich es mal, ich gehe mal nach außen. Ich meine, immerhin hast du ja angerufen und wir reden auch. Ich bin auch ein ganz fremder Mensch für dich. Um mal drüber zu sprechen. Ja. Ja, also ich weiß halt, dass du zuhören kannst und deswegen dachte ja. ich mir so. Ja, aber das können auch sehr, sehr viele andere Menschen auch. Und es gibt so viele gute Psychiater und Psychologen, die das auch können. Und du hast nichts zu verlieren, weißt du? Das ist genau wie bei einem Arzt, wenn man irgendwie keinen Bock hat und denkt, mit dem kann ich nicht oder die Chemie stimmt nicht, geht man. Niemand ist gezwungen, da etwas zu sagen bei einem Psychologen. Niemand muss da was machen. Nur wenn das Vertrauen da ist und man den Typ gut findet und denkt, okay, dem erzähle ich das jetzt und der hört auch gut zu und der gibt mir vielleicht ganz kluge Ratschläge, dann bleibt man da. Und deswegen finde ich, solltest du das ausprobieren. Wie macht man das? Dann geht man da einfach hin und fragt. Das würden wir dir jetzt gleich im Hintergrund mal erklären, wie das geht, wie man das einfädelt. Mhm. Also ich finde es gut, dass du angerufen hast, Angela, und ich finde es noch besser, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehen würdest danach. Ja? Okay. Dann leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an und dann kann die Elke, meine Psychologin, dir noch eingehendere Ratschläge geben. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich muss mich erstmal heftig entschuldigen. Heute ist der Technikteufel hier im WDR irgendwie eingenistet. Wir haben Tonstörungen. Es zischt und zippt ab und zu mal so richtig. Da kriege ich immer so einen kleinen Zuckmoment, weil ich so laut das auf dem Kopfhörer hier höre. Und mein Monitor hier, mein Kontrollmonitor im Fernsehen sagt, dass wir auch kein schönes Fernsehbild haben. Nun ist es aber schon so spät, dass unsere Fachleute alle wohlverdient zu Hause sind und wir das wahrscheinlich nicht mehr regeln können. Das heißt, da müssen wir jetzt tapfer durchgehen. Ich möchte euch hinweisen an dieser Stelle auf unser Thema morgen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema nah am Tod. Ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die entweder selbst nah am Tod sind, die vielleicht kurz vor dem Sterben sind, die eine schwere Krankheit haben, Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, dann würde ich gerne mit Leuten reden, die mit Sterbenden zu tun haben, die vielleicht im Altenheim arbeiten, in einem Hospiz, im Krankenhaus oder auch mit Menschen, die direkt beruflich mit dem Tod zu tun haben. Stichwort Bestatter oder Friedhofsgärtner oder so etwas. Das Thema heißt morgen nah am Tod. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch am besten schon per Mail an unter domian@wdr.de oder morgen, ich glaube morgen sind wir wirklich auch ganz pünktlich, um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet und dann könnt ihr euch bei uns auch schon melden zu unserem Thema nah am Tod. Das ist morgen unser Thema. Jetzt, heute, Freitemennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Hier ist Christian und Christian ist 22 Jahre alt. Hallo Christian. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema, Christian? Na, ich habe folgendes Problem und zwar, ich habe seit fast 8 Jahren eine feste Beziehung. Mhm. Einen 5 Jahre alten Sohn. Mhm. So, jetzt ist das Problem, ich arbeite... 8 Jahre, wir halten das mal fest, du bist jetzt 22. Ja. Wir gehen 8 Jahre zurück, da warst du 14. 15. 15, ja, so ungefähr. Ja. Ja. Mhm. Ja, und zwar, ich arbeite in Düsseldorf in einer Schwulensauna. Ja. Und als Hausmeister. Ja. Und ich habe, ja, ich fühle mich halt sehr stark zu unserer Mitarbeiter hingezogen. Aber du hast eine Beziehung zu einer Frau? Ja. Seit 8 Jahren? Ja. Und hast ein Kind? Ja. Wie kam denn dann überhaupt das zustande, dass du in einer schwulen Sauna als Hausmeister arbeitest? Ohne so mit dem Milieu verbunden zu sein, wenn du eigentlich nicht schwul bist? Ja, das ist so. Ich habe damals keine Ausbildungsstelle gefunden. Mhm. Und durch einen Bekannten von mir, der halt schwul ist, mhm. Der hat mir halt den Platz verschafft, als Hausmeister. Ja. 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 Und wie lange arbeitest du da jetzt schon als Hausmeister? Knapp 3 Jahre. 3 Jahre. Und hast am Anfang null schwule Gedanken gehabt?
Genau. Null. Gar genau. Nichts. War nicht deine Welt. Nee. Aber es hat dich auch nicht abgehalten, auch nicht abgestoßen zu sagen, nee, ich arbeite auch nicht in der schwulen Sauna. Ist nicht mein Ding. Das war ja auch wurscht. Ja, genau. Mhm. So, und seit wann merkst du das jetzt, dass da irgendwie doch ein bisschen vielleicht ein Interesse ist oder ein Empfinden? Ja, das Empfinden, so anderthalb Monate. Ach so, so frisch noch? Ja, genau. Weiß der Angestellte das? Bitte? Weiß der Mitarbeiter das, dein Kollege? Nein. Nee. Nein. Du hast auch bisher definitiv nichts mit einem Mann gehabt? Nein, gar nicht. Und jetzt die Gedanken, das Empfinden, kreisen die so in die Richtung, dass du gern mit dem mal schlafen würdest? Ja, nee, das ist schon mehr. Ich weiß nicht, das ist so, ich denke mal, ich bin verliebt halt. Ach so, also es geht ja gar nicht um Sex, sondern es sind richtige Gefühle im Spiel. Genau. Seid ihr denn so gute Freunde, gute Kumpels? Ja. Das schon. Mhm. Mhm. Er ist schwul. Er ist schwul. Er ist schwul. Mhm. Mit wem hast du bisher darüber gesprochen? Mit gar keinem. Ist das für dich sehr schwierig im Moment, mit diesen Gefühlen klarzukommen? Ja, weil ich sehe meine Freundin halt jeden Tag, wir wohnen nicht zusammen, aber ich sehe sie halt eigentlich jeden Tag und ihr gegenüber fühle ich mich irgendwie schon dreckig, weil ich mit ihr nicht offen drüber rede. Wie ist denn das Verhältnis in deine Beziehung zu deiner Freundin, mit der du ja schon 8 Jahre, was ja irre lang ist, finde ich, für dein Alter, zusammen bist? Wie ist die Beziehung? Ja, bis jetzt war das eigentlich so, wir konnten uns immer alles sagen. Mhm. Und offen, ehrlich. Ja. Läuft super eigentlich. Würdest du sagen, dass du auch in sie nach wie vor noch verliebt bist? Auf jeden Fall. Mhm. Schlaft ihr auch miteinander? Ja. Ja. Also man könnte ja andererseits auch denken, na gut, 8 Jahre in dem Alter, da ist irgendwann auch mal, ist auch die Luft mal raus. Wäre ja vielleicht auch ganz unter Umständen auch ganz normal und gar nicht so schlimm. Aber du sagst nach wie vor, ich liebe diese Frau. Auf jeden Fall. Mhm. Aber da ist jetzt ein anderer Mensch im Spiel. Fast egal, ob Frau oder Mann, aber da ist jetzt irgendein anderer Mensch, in den du dich anfängst zu verlieben. Genau. Kannst du es mir erklären, warum du dich in den verliebst? Ist immer schwer, ich weiß, aber versuch mal. Ja, wir haben halt seit ungefähr 3 Monaten öfters miteinander zu tun, weil der Chef dieser Sauna macht halt so mit uns Mitarbeitern abends gerne mal, dass wir in eine Kneipe gehen oder so. Mhm. Und da sind wir uns dann irgendwie näher gekommen. Also ich fühle mich schon stark zu ihm hingezogen. Ja. Also näher heißt, dass man so dachte, gleiche Wellenlänge, guter Typ, kann man gut mit reden, genau. und sowas. Genau. Mhm. Ist das denn für deine Freundin auch nicht komisch gewesen, dass du in einer schwulen Sauna arbeitest? Nee, die kennt meinen Bekannten ja und das war eigentlich kein Problem für uns. Ja. Und so im Freundeskreis mit deinen anderen heterosexuellen Freunden, haben die nicht irgendein Witzchen gemacht, bei den Schwulen als Hausmeister? Ja, zwischendurch, aber ich weiß nicht, das ist eigentlich mehr Spaß. Mhm, ja. Ja. Würdest du sagen, dass dir schon irgendetwas fehlt in der Beziehung zu deiner Freundin? Dass mir jetzt etwas fehlt? Mhm. Ja, weil ich weiß nicht, ich kann halt nicht offen mit dir über dieses Thema sprechen und das macht mich schon ein bisschen fertig. Gut, über dieses Thema, aber gibt es auch noch irgendwie andere Sachen, mit denen du nicht so gut mit ihr sprechen kannst, über die du nicht so gut mit ihr reden kannst? Nein. Eigentlich alles wunderbar. Alles wunderbar. Mhm. Ich habe ja immer so die These für mich, wenn man sich neu verliebt in irgendjemand anderen, dann macht man das, weil man irgendwie so ein bisschen mit der laufenden Beziehung unzufrieden ist. Kannst du nicht bestätigen? Nein, gar nicht. Mhm. Umso schwieriger alles. Und dann habt ihr ja noch ein Kind zusammen. Genau. Mhm. Warum wohnt ihr eigentlich nicht zusammen? Weil sie bis vor ungefähr einem halben Jahr in einer Mutter-Kind-Einrichtung gelebt hat. Mhm. Und die ist halt ziemlich oft mit ihren Eltern zusammen und die Eltern mögen mich nicht wirklich. Mhm. Mhm. Aber wir sind eine Wohnung am Suchen. Weißt du, Christian, ich bin so ein bisschen unsicher, wenn du sagst, das Sexuelle ist da gar nicht so im Vordergrund, sondern dass du dich verliebt hast in diesen Mann. Frage ich trotzdem mal andersrum, wie stark ist denn dennoch die sexuelle Neugier? Die ist in gewisser Weise schon da. Mhm.
Weißt du, ich frage das deshalb, sonst könnte man ja sagen, Mensch, dann sieh doch zu, dass du einfach einen richtig super tollen Freund hast und baue da eine Freundschaft auf, wenn die Sexualität gar nicht so im Vordergrund steht und du vor allen Dingen in deiner Beziehung zufrieden bist. Aber ich weiß ja nicht, wie viel da bei dir schlummert und du dir das vielleicht selbst noch gar nicht so richtig eingestehst, was da an Neugierde ist. Komm, jetzt unter uns beiden, hast du manchmal das Bedürfnis, ihn anzufassen, ihn zu umarmen? Ja. Ihn zu streicheln? Ja. Hast du dir beim Onanieren schon mal vorgestellt, du würdest irgendwas mit ihm sexuell machen? Öfters schon. Das ist schwierig. Ich habe halt Angst davor, mit ihm drüber zu sprechen, aber genauso mit meiner Freundin. Warum hast du Angst, mit ihm darüber zu sprechen? Das ist neu für mich. Hast du Angst auch, dass dann, ich meine, du bist ja bei dem noch abgespeichert als heterosexuell, nach dem Motto, da kann ja eh nichts laufen. Hast du Sorge, dass er dann zu sehr auf dich zugeht und du vielleicht nicht mehr dich so erwehren kannst? Auch, ja. Also ist eine ganz wichtige Frage, dass du in dich hineinhörst, was du für Gefühle hast und wie stark die Gefühle sind. Und die Frage ist dann, wie sehr du dich darauf einlässt und wie groß die Sehnsucht ist nach diesem Neuen. Das würde natürlich bedeuten, wenn du dem nachgehst, dass es enorme Probleme, wenn nicht zum Bruch mit deiner Freundin kommt. Ja, genau davor habe ich Angst. Es ist ja noch relativ frisch, es ist ja 1,5 Monate, sagst du, ne? Ja. Dass er es, mach's doch so, beobachte dich da. Dich doch erstmal noch eine Weile, noch einen Monat. Jetzt kommt ja darauf jetzt auch nicht an. Und guck mal, wie sehr. Also ich glaube, wenn man wirklich verliebt ist, dann wird das immer stärker, immer stärker, immer stärker. So, wenn es wirklich so stark wird, dass du denkst, ich habe eigentlich nur noch diesen Typ im Kopf und die Verliebtheit, dann mach es. Aber dann mach es mit offenen Karten. Dann sag es auch deiner Freundin. Aber das ist natürlich eine große Entscheidung. Ja. Das ist eine große Entscheidung. Das ist immer, wenn man in einer Beziehung ist und sich neu verliebt, dann muss man überlegen, was ist mir wichtiger? Ist es mir die alte Beziehung wichtiger? Ich meine, ihr habt ein Kind miteinander, das macht das Ganze noch gewichtiger. Oder ist letztendlich doch das Neue so stark, dass ich da raus will? Mich macht wirklich stutzig, dass du sagst, ich bin eigentlich mit meiner Freundin und der Beziehung auch sexuell rundherum zufrieden. Wenn das wirklich so ist, hat diese Beziehung auch eine hohe Qualität und die würde ich nicht dann so schnell wegwerfen. Ja, klar. Das Problem ist halt, dass ich jetzt in dieser Situation bin und ja, ich nicht wirklich weiß, wie ich damit umgehen soll. Mach es mal so. Hab mal ein scharfes Auge noch die nächsten, sagen wir mal, noch einen Monat auf die ganze Sache. Und dann musst du sowieso für dich ganz allein die Entscheidung fällen, wem du letztendlich dein Leben mit deinem Leben näher kommen möchtest. Das heißt, ob du diesen neuen Schritt machen möchtest hin zu einer anderen Beziehung, dann sogar mit einem Mann, oder ob du dann radikal sagst, nein, ich unterdrücke das und ich entscheide mich mehr für meine Freundin. Aber das würde ich nur davon abhängig machen, wie stark das Gefühl sich jetzt entwickelt. 4 Wochen, gib dir noch 4 Wochen. Okay. Und dann musst du da durch. Und dann wird es unter Umständen sehr hart. Es wird unter Umständen sehr hart. Egal, was du machst. Entweder, wenn du es unterdrückst, wird es hart. Und wenn du dein ganzes Leben aufbrichst, wird es auch hart. Ja. Aber lass auf keinen Fall irgendwie parallel Sachen nebeneinander laufen. Okay. Das tu deiner Freundin nicht an, dass du sagst, ich will beides haben. Das mach nicht, das ist nicht in Ordnung. Ja. Das war einer der Gründe, warum ich angerufen habe. Also das zu hören. Ja. Gut, Christian, dann wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe. Vielen Dank. Ja, mach's gut, tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema nah am Tod. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die in der ungewöhnlichsten oder auch in der normalsten Weise nah am Tod sind oder nah am Tod waren. Also entweder durch einen ungewöhnlichen Beruf oder durch eine Krankheit vielleicht oder durch den Beruf einer Krankenpflegerin
eines Arztes oder jemand, der im Hospiz arbeitet. Also Thema nah am Tod oder mit Menschen, die selbst nah am Tod sind oder Nahtoderfahrungen haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch am besten unter Mail, domian@wdr.de oder ruft morgen an während der Sendung oder eine Stunde vor der Sendung. Ab 0 Uhr sind die Leitungen hier bei uns schon geschaltet. Nah am Tod heißt unser Thema morgen. Hier ist Lara. Lara ist 29 Jahre alt. Hallo Lara. Ja, hallo. Grüße dich. Um was geht's bei dir, Lara? Also bei mir ist so, ich habe 2002 neben dem Studium in der Landwirtschaft angefangen. Und zwar bei einem Landwirt, der ist also auch verheiratet, ist 52 Jahre alt, hat 3 Kinder. Mhm. Und seine Ehefrau war nicht so häufig da. Also wir haben uns dann angefreundet, eine Affäre hat angefangen. Lass mich eben kurz unterbrechen. Neben dem Studium in der Landwirtschaft angefangen? Ja. Was hast du studiert? Oder studierst also ich studiere Lehramt. Im Moment bin ich noch beurlaubt. Ich bin aber kurz vorm Ende eigentlich auch. Ja. Und was fängt man dann an? Einfach so einen Job in der Landwirtschaft? Ich habe Kühe gemolken. Ach, das war ein ungewöhnlicher Job. Ja, allerdings. Aber Melkerin? Ja. Wohnst du in so einer Gegend, wo das üblich ist, oder? Ja, üblich ist das als Nebenjob eigentlich nicht so. Ja. Aber ich wohne schon in der ländlichen Gegend. Das war auch reiner Zufall. Die Annonce stand in der Zeitung und ich dachte, ich bewerbe mich da einfach mal. Von Hand? Macht man das von Hand noch? Nein, ich habe also mit der Hand vorgemolken und dann mit der Maschine. Mit der Maschine, ja. Mhm. Also Lara, die Melkerin. Ja, genau. Ne? Genau. Okay, also die Bäuerin war nicht so oft da? Die war nicht da, die ging arbeiten und war also die meiste Zeit nicht da. Und ich habe eine Affäre mit dem, sozusagen mit meinem Chef begonnen. Mhm. Ich bin schwanger geworden, habe dann nach und nach meine Jobs verloren. Also ich habe nicht nur gemolken, ich habe auch Nachhilfe gegeben. Mhm. Seinem jüngsten Sohn, die anderen beiden Kinder sind also 26 und 22. Oh, das heißt, der Chef ist wesentlich älter als du? Ja, er ist 52. 52? Mhm. Du bist 29? Ja, genau. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall letztes Jahr im Juli, Ende Juli, bevor er dann mit seiner Familie nach Amerika gefahren ist, haben wir unsere Beziehung beendet und er hat sofort gesagt, dass er also eine Vaterschaftsklage einreichen würde, wenn ich denn irgendwie Unterhalt von ihm fordern würde. Das heißt, es ist ein Kind da? Ja. Kann das sein, dass ich das Kind gerade so ein bisschen gehört habe? Ja, das ist möglich. Wie alt ist das Kind jetzt? Sie ist jetzt etwas über 6 Monate. 6 Monate, mhm. So. Ja, und sie ist im Dezember geboren worden und in der Tat, also er hat sich nicht gemeldet, er hat das Kind auch bis heute nicht einmal gesehen und hat eben, wie gesagt, auf so eine DNA-Analyse bestanden. Die ist auch von Gerichts wegen angeordnet worden. Ja. Seine Vaterschaft ist festgestellt worden, ja. Aber er hat sie trotzdem nicht anerkannt. Dann wollte er ein Blutgruppengutachten haben. Muss ich mir eben juristisch fragen, also wenn so ein Vaterschaftstest gemacht worden ist und der sogar gerichtlich angeordnet wurde, dann kann man als Mann immer noch sagen, ich erkenne das nicht an? Das ist die Frage, wie das Gericht entschieden hätte. Mein Anwalt sagte in der Tat, manche Gerichte entscheiden dann, es wird noch ein Blutgruppengutachten gemacht, andere Gerichte lassen es weg, aber es ist schon rechtlich wohl noch möglich. Ja, gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, dass ein Vaterschaftstest positiv ist? Und dennoch, man sagt ja, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,99%, wenn nur Vater und Kind einbezogen werden und 99,9999 so und so viel Prozent, wenn auch die Mutter mit einbezogen wird. Ach so, und ich das war ist mit einbezogen. Nee, ich war schon. Ach, du warst sogar mit einbezogen. Ja, und dennoch sagt er immer. Im Gutachten steht drin, dass dieses Gutachten gemacht wird mit dem Hinweis, dass mir dann in der Zeit keiner Blutsverwandter beigewohnt hat. Verstehe. Diesen Passus hat er jetzt herausgezogen. Ja. Und dann dachte ich, okay, er beschuldigt seine beiden Brüder. Nein, das macht er aber nicht, sondern er sagt jetzt, dass ich das Kind vermutlich von seinem 12-jährigen Sohn bekommen habe. Und unterstellt mir damit indirekt dann natürlich auch die Verführung von Minderjährigen. Ja. Wie krass. Was ist denn das für ein Kerl? Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Hast du das währenddessen nicht gemerkt, wie der drauf ist? Nein, überhaupt nicht. Er hat sich komplett verstellt. Ich habe heute Morgen diesen Brief bekommen und ich habe jetzt eben nochmal die ganzen SMS, die er mir in der Zeit geschickt hat. Also ich kann es nach wie vor, ich verstehe es einfach. Also Blutgruppentest, der steht das jetzt... Das wollte er zuerst haben. Daraufhin hat dann mein Anwalt, weil dieser Gerichtstermin, wo es angeordnet werden könnte, hätte er normalerweise Ende Juni stattfinden sollen. Ist aber mittlerweile auch schon wieder abgesagt worden, weil der gegnerische Anwalt offensichtlich einen anderen Termin hat. Also ich glaube, das ist eine Hinhaltetaktik, aber nun und wie geht das jetzt weiter? Gibt es jetzt diesen Test noch? Oder? Das ist die Frage. Die Gerichtsverhandlung ist jetzt erstmal bis auf Freitag verschoben, weil ein neuer Termin anbeordnet wird, ist noch nicht ganz klar. Mhm. Und im Moment gehen ja dann die Stellungnahmen der einzelnen Anwälte hin und her. Mhm. Und die letzte war dann, also mein Anwalt hatte geschrieben, wenn das DNA-Gutachten sozusagen angezweifelt wird, dann hieße es, ein naher Blutsverwandter müsste mir beigewohnt haben. Mhm. Und die Antwort kam dann eben heute, dass es dann ja wohl nun offensichtlich der Sohn des
klar. Unfassbar. Aber das kann man denn das nicht auch irgendwie wissenschaftlich beweisen, dass das nicht der Fall ist? Ja, natürlich. Es soll ein Ergänzungsgutachten jetzt nur noch gemacht werden. Kompliziert, ja. Und da soll dann eben nochmal die DNA des Jungen. Das macht der nur, um dich mürbe zu machen wahrscheinlich. Natürlich, ne? Natürlich. Mhm. Aber das ist also alleine schon diese Formulierung, ich habe dem Jungen ja Nachhilfe gegeben und ich habe mit ihm auch einige Ausflüge unternommen. Mhm. Und danach war er eben merkwürdig verändert gewesen. Hat ja diesen negativen Beigeschmack des sexuellen Missbrauchs für mich jetzt. Mhm. Muss ich ganz klar so sagen. Und das ich denke dann, wenn das jetzt wirklich weitergeht, dann ist das natürlich auch nicht so, weil ich ja Lehramt studiere, auch nicht so. Das heißt, der will wirklich deine Existenz auch unter Umständen kaputt machen. Natürlich. Wie oft hast du mit dem gepennt? Insgesamt vielleicht etwas über 20 Mal. Warst du in den verliebt? Ja. Ja. Mhm. Und hat das schlagartig aufgehört bei ihm, nachdem er merkte, dass du schwanger wurdest? Nee, das war also ganz kompliziert. Also zuerst ging es dann noch weiter und er wollte das Kind auch eigentlich haben. Und dann hat er angeblich, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob ich ihm das überhaupt glauben konnte, weil dann war wohl der Steuerberater da, der den Zugewinn ausrechnen sollte. Mhm. Und an dem Tag hat er dann gesagt, dann müsste ich das Kind abtreiben. Also das könnte er sich nicht erlauben. Und dann habe ich gesagt, dass ich das nicht tue, sondern wollte mich dann von ihm trennen, habe mich dann auch getrennt. Aber er hat sich immer wieder bei mir gemeldet. Die Jobs hatte ich zu dem Zeitpunkt dann schon alle verloren. Mhm. Und er wollte dann, dass wir die Beziehung erstmal weiterführen. Und er würde sich trennen und ja, die üblichen Bekundungen wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, und das ging auch noch bis Juli so. Und er wollte auch im Juli das Kind noch. Er hat auch noch immer SMS geschrieben, ob wir beide gut geschlafen hätten und ähnliches. Mhm. Und dann kam es ja von heute auf morgen, dass er mit mir keinen Kontakt mehr wollte und dann auch gesagt hat, er möchte das Kind nicht sehen. Von heute auf morgen? Was war da vorgefallen? Also vorgefallen war, mein Vater ist letztes Jahr im Juli gestorben. Mhm. Und die Frau des Landwirts hat mit meinem Vater in einer Firma gearbeitet. Ja. Und angeblich wurde dann das Gerücht, dass ich eben von ihm schwanger sei und so groß breit getreten. Und seine Ehefrau wird ihm da, denke ich mir, irgendwie zugesetzt haben. Mhm. Und dann ging es eigentlich los, ja. Wie auch immer, ein ganz schlimmes und schändliches Verhalten, ne, kann man sagen. Das ist, okay. Hat er die Kleine überhaupt schon gesehen? Nein. Nein, er kümmert sich nur um sie. Gar nicht. Mhm. Sie ist im März getauft worden, da hatte ich ihm nochmal eine SMS geschrieben, aber da ist auch nichts gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr viel Kraft einem kostet, so etwas durchzuziehen, was du da im Moment machst. Kannst du noch? Ja, schon, aber manchmal denke ich einfach, am liebsten würde ich natürlich aufhören. Ja, aber du musst jetzt weitermachen. Ja. Du musst jetzt definitiv weitermachen. Ja. So sehr viel kann ja jetzt gar nicht mehr kommen. Ne? Normalerweise nicht. Mhm. Die einzige Möglichkeit ist eben, dass eventuell, ich weiß ja nicht, wie das bei Gericht gesehen wird, ob dann vielleicht doch möglicherweise noch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird. Mhm. Weil ich meine, der Junge war zu dem Zeitpunkt knapp 11, also er wäre 11 geworden dann. Mhm. Was sagt dein Anwalt? Auf jeden Fall auch weitermachen, ne? Ja, er sagt, dass ich weitermachen soll und das wäre ja im Moment eher so etwas wie im trüben Fischen, weil der Junge ja auch noch gar nicht geschlechtsreif war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Weiß man nicht. Weiß man nicht und ich sollte die Ruhe bewahren. Leicht gesagt, ne? Ja, allerdings. Leicht gesagt. Ja. Und eben nicht so schwarz sehen, ne? Wie zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Zukunft mit dem Lehramt und. Ja, ja, auch alles leicht gesagt, wenn so ein Ding über einem schwebt. Ja, was empfindest du im Moment für diesen Mann? Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ihn jetzt deswegen hassen würde. Also ich kann es einfach nur nicht verstehen. Und ich erstaunlich. Glaube, ich, also ich glaube, ich wäre heftiger drauf als du. Was die negativen Gefühle anbelangt. Es ist nicht so. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich empfinde da gar nichts, weil ich es einfach nicht verstehen kann. Gut, man kann das nicht verstehen, aber dennoch ist das ja so schlimm, was er dir da antut im Moment. Ja. Dass man hier völlig sprachlos ist, ne? Hm. Was er auch seinem Kind antut, ne? Diese Geschichte wird das Mädchen das mal erfahren. Irgendwann. Ja, natürlich. Ich meine aber, ich verstehe auch nicht, was er im Grunde seinem Sohn dann antut, weil er ist ja auch noch jetzt mit einbezogen. Das ist genau auch nur der Punkt. Ich meine, das Problem ist natürlich, manchmal habe ich mich jetzt schon gefragt, ob er nicht da irgendwie relativ ohne großartigen Streit mit seiner Ehefrau zu bekommen, dann Vaterschaftstest noch für seinen Sohn haben möchte, weil er hatte mir auch zuerst erzählt, er glaubt, dass es nicht sein Sohn sei, weil seine Frau nie da war. Ich weiß natürlich nicht, ob das auch noch ein Beweggrund bei ihm ist. Und er hat nicht den Mut, ich glaube nicht, dass er jemals den Mut hätte, sich so ganz klar gegen seine Ehefrau zu stellen. Also das würde er nicht. Also, schlimme Geschichte. Mhm. Sehr schlimme Geschichte. Man fast sprachlos ist, wenn man das hört.
dass jemand sich so verhält? Ja, und ich, was mich ärgert, ist einfach, dass ich nichts dagegen tun kann. Mhm. Also mein Anwalt sagte, man kann ihn jetzt nicht irgendwie anzeigen deswegen, weil er macht es ja nicht öffentlich. Mhm. Das läuft ja jetzt alles nur über Anwälte und über das Gericht, aber ist er jetzt nicht hingegangen und hat an die große Glocke gehangen. Mhm. Auf jeden Fall, man kann ja insofern doch noch was tun, weil die ganze Sache einfach weiterverfolgen, so wie du es auch gerade gesagt hast. Mhm. Da kann ich dir wirklich nur von ganzem Herzen wünschen, dass du da zu deinem Recht kommst. Mhm. Wirklich. Und vor allen Dingen, dass du die Kraft da auch hast, da durchzuhalten. Ja. Weil, wie gesagt, das, glaube ich, ist schon Hammer. Mhm. Mhm. Alles Gute von Herzen da. Ja, okay, alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Mhm. So, meine Lieben, hier ist Stefanie. Stefanie ist 21 Jahre alt. Hallo, Stefanie. Hallo. Hallo, Stefanie. Jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir legen mal los. Ja. Um was geht's bei dir? Es geht um die Hauptverhandlung, die ich morgen habe, wo ich gegen meinen Ex-Freund als Zeugin aussagen muss, weil er mich verprügelt hat. Mhm. Hat er dich schwer verprügelt? Geprügelt und gewürgt, halt vor den Augen unseres Kindes. Ja, vor den Augen, also ihr habt ein gemeinsames Kind, wie alt ist das Kind? Wird im September 3. Ja. Hat er das mehrfach gemacht? Ja, aber das war das erste Mal, dass der Kleine das mitgekriegt hat. Hm. Wie hat er dich geprügelt? Was hat er gemacht genau? Mir ins Gesicht geschlagen, ins Gesicht gespuckt, mich getreten, mir den Bauch geschlagen, sich auf meine Rippen gesetzt und mich gewürgt. Hm. Hm. Mich halt durch die Wohnung geschleudert. Ja, und der Kleine war Zeuge? Jetzt, beim letzten Mal, ja. Das heißt, dass der kleine Junge von 3 Jahren hat das gesehen, wie die Mama vielleicht umgebracht wird oder ja. Hat geschrien wahrscheinlich. Er hat da gestanden, ja, er hat geschrien, glaube ich, weil ich habe das alles nicht so mitgekriegt, weil ich gerade in dem Moment seine Hände an meinem Hals hatte und ich habe ihn nur so im Augenwinkel gesehen und ja, er hat da gestanden, ist halt rot angelaufen vor Schreien und dann wollte ich auch noch schnell wieder zu ihm. Wie lange bist du mit diesem Mann zusammen gewesen? Ja, sagen wir mal, die Pausen weglässt, knapp 3 Jahre. Mhm. Aber das Kind ist von ihm? Ja. Ja. So, nach diesem Vorfall hast du ihn angezeigt? Ich habe ihn nach jedem Vorfall angezeigt. Wie viele Vorfälle gab es? 5. 5 Vorfälle? Mhm. Und was ist aus den Anzeigen, die 4 Anzeigen davor geworden? Das war, ich sag mal, die haben das so gewertet, so Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Warum bist du immer wieder zu ihm zurückgegangen? Weil ich dachte, na gut, der Kleine braucht einen Vater und ich war emotional total abhängig von ihm, weil ich dachte, na gut, mir passt endlich jemanden und sei froh, dass du überhaupt einen hast. Hat sich das jetzt geändert, die emotionale Abhängigkeit? Ja. Bist du mit ihm jetzt nicht mehr zusammen? Nein. Hm. Morgen ist die Verhandlung. Ja. Du hast Angst davor? Ja, ich habe Angst davor, mich da hinzusetzen und ihn sehen zu müssen. Mhm. Weil ich sehe ihn, ja. Wenn es danach geht, könnte ich ihn jeden Tag sehen, weil wir nebeneinander wohnen. Mhm. Aber du siehst ihn eigentlich nicht. Ich gehe den meisten aus dem Weg. Ich kenne seine Arbeitszeiten. Mhm. Hast du Angst gehabt, jetzt nachdem du ein weiteres Mal ihn angezeigt hast und du dich von ihm getrennt hast, dass er dir irgendetwas antut? Ja. Mhm. Ich bin ihm heute erst wieder begegnet, als ich mit meinem Sohn reingegangen bin vom Spielplatz. Und er hat auch nur seinem Sohn Hallo gesagt und dann bin ich auch ganz schnell reingeflitzt. Achso, das heißt, du hast ihn heute gesehen, aber hast dennoch Angst morgen vor der Situation da im Gericht ihm gegenüber zu... Ich habe ihn nicht angeguckt. Achso. Ich möchte ihm auch nicht ins Gesicht gucken müssen, weil ich habe auch Angst vor seinem Anwalt, dass der mich vielleicht, ich sag mal, auseinander nimmt. Ja, ja. Und sagt, das stimmt alles gar nicht. Ja, aber du hast hoffentlich auch einen guten Anwalt. Ich brauche ja keinen Anwalt, weil ich nur Zeugin bin. Achso, ich verstehe. Stefanie, ich gucke gerade auf die Uhr, die Sendung ist gleich rum. Ich möchte dich aber nicht so sang- und klanglos verabschieden und dich alleine lassen. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Mhm. Bis gleich, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht war Michael Verhoeven. Das war es von uns für heute. Morgen heißt unser Thema Nah am Tod. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.